Eine letzte Grauslichkeit von dieser Facebook-Seite habe ich noch für Sie. Man findet dort ein Gedicht, in dem es unter anderem heißt: Die Ungeimpften sind nicht schlechter, nur weil sie Ignoranten sind. Sie sind Immunsystemverfechter, für gute Argumente blind und mehrenteils verrückt geworden. Sie fallen allen nur zur Last. Und doch, man soll sie nicht ermorden, fürs Erste reicht ja auch der Knast. 74 Mitglieder aus dieser geschlossenen Ärztegruppe haben dieses grausliche und menschenverachtende Gedicht mit einem Like, also einem Daumen hoch, gewürdigt. Und der Moderator dieser Gruppe, auch Mitglied im Nationalen Impfgremium und ganz zufällig auch auf der Gehaltsliste eines Pharmakonzerns, hat darunter kommentiert: Großartig. Das sind Ihre großartigen Experten. Das sind die großartigen Expertinnen und Experten von Nehammer und Mückstein. Gratuliere. Und da der leider noch immer Ärztekammerpräsident Sekeresch selbst regelmäßig in dieser Gruppe gepostet hat, weiß er natürlich auch Bescheid, was in dieser Gruppe für zynische und menschenverachtende Postings geschrieben wurde. Aber ganz offensichtlich toleriert er das alles. Und noch dazu, wo diese Facebook-Gruppe sogar von ganz offizieller Seite der Ärztekammer beworben wurde. Da frage ich mich, warum ist dieser Herr, der Herr Sekeresch, noch im Amt?